Servus, Mahlzeit, hallo, liebe Mystery Files Freunde. Es ist ja so bei unserer Thematik hier auf diesem Kanal, auf dem Mystery Files Kanal, es gibt ja unzählige Geschichten, Legenden, Erzählungen oder angeblich Entdeckungen, die sich irgendwie absolut nicht beweisen lassen, beziehungsweise das, was hineininterpretiert wird, lässt sich absolut nicht beweisen. Das ist halt so in der Welt der Mysterien, der unerklärlichen Phänomene, meinetwegen auch der Parapsychologie und so weiter und so fort. Und wir haben ja zahllose Mythen, Sagen, Legenden hier auf unserem Planeten. Es gibt ja kein Volk hier irgendwo auf dieser Welt, was nicht irgendwelche Geschichten erzählt. Und ein Kern solcher Geschichten ist das Thema Drachen. Und das kennt ihr natürlich alle wahrscheinlich. Als ihr noch ganz kleine Hosenscheißer wart im Kindergarten, wusstet ihr schon, was Drachen sind. Es gibt ja Drachen, die sind ja heute in der Populärkultur allgegenwärtig. Es gibt Drachenserien für kleine Kinder und Drachen sind aus der Welt von Fantasy oder auch Computerspielen nicht mehr wegzudenken. Es gibt unzählige Drachenbilder, Kunstwerke natürlich, die ich auch im Laufe dieses Videos hier so zeige, also Gemälde, wie man sich das so vorstellt, die heute kursieren. Viele Leute lassen sich Drachen tätowieren, aus welchen Gründen auch immer. Das ist auch so ein beliebtes Tattoo-Motiv. Und natürlich gibt es viele Sagen und Legenden hier in Europa. Drachentöter natürlich zum Beispiel sehr bekannt, dass irgendein Held einen Drachen tötet und damit quasi die Legitimation erhält, eben ein Held oder ein König zu sein. Dann gibt es in Amerika, Mittelamerika zum Beispiel Kukulkan oder Quetzalcoatl, die ja auch gerne als gefiederte Schlangen, als Drachen dargestellt werden. Götter von den Maya bzw. Azteken, gibt ja auch dort Darstellungen von solchen geflügelten Drachenmonstern. In China natürlich ganz weit verbreitet oder überhaupt in Südostasien Mythen, Sagen und Legenden von Drachen. Da ist der Kult bzw. die Kultur, so ist es eigentlich besser ausgedrückt, in Sachen Drachenmythos natürlich immer noch sehr aktuell. Es werden entsprechende Feiern abgehalten, überall wo wir Tempel dort finden, in China, in Südostasien, in Fernost eben, gibt es überall Drachendarstellungen. Und ob es diese Wesen wirklich gegeben hat, das ist natürlich so eine Sache, das ist ja natürlich eine reine Spekulation. Heute ist es eben Sachen von Fantasy und Mythen und eben der Populärkultur. Aber es gab laut alten Sagen und Legenden eben zum Beispiel in Fernost verschiedene Arten von Drachen, zum Beispiel ein Walddrache, der mehr ausgesehen hat wie eine Schlange und nicht, wie man sich das so heute vorstellt, so mit zwei Beinen, zwei Armen, riesige Flügel und so etwas. Und falls ihr euch für dieses Thema interessiert, ich weiß nicht, ob es hier bei YouTube diese Dokumentation in Anführungszeichen gibt, die heißt Entdeckungen im Reich der Drachen, zumindest mit Untertitel. Ich habe sie oben in meinem Archiv auf VHS aufgenommen. Das ist wirklich eine Spielfilmdokumentation, die geht darum, es werden seltsame Spuren in Rumänien gefunden, und zwar in einer Höhle. Da sind tote Ritter, Tempelritter, glaube ich sogar, werden da entdeckt, und irgendwie ein seltsamer Kadaver. Und dann kommt dann ein Wissenschaftler dahin, ich glaube aus den USA, und der untersucht den, und dann stellt er so heraus, der ist eingefroren, dieser Kadaver aus dem Mittelalter, das ist ein Drache, der konnte fliegen, Feuer spucken. Da wird dann so in diesem Doku-Spielfilm erklärt, wie das tatsächlich möglich gewesen sein könnte. Das ist natürlich alles Fantasy. Sucht mal diese Dokumentation, Entdeckungen im Reich der Drachen, spielt in Transsilvanien. Wirklich toll gemacht, sehr interessant, und das Ende ist besonders toll an diesem Film, an dieser Dokumentation. Aber viele Kinder beschäftigen sich ja auch schon mit diesem Thema. Ich habe damals als Kind mal so einen Schwank geglaubt, dieser Mythos von Drachen würde daher rühren, weil unsere Vorfahren irgendwo Dinosaurierknochen gefunden haben oder Versteinerungen im Fels von Dinosauriern und das als Drachen interpretiert haben. Wie gesagt, das ist 40 Jahre her oder noch länger, da war ich noch so ein ganz kleiner Mystery-Jäger. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Berichte, es wurden Drachen gesehen und es wurden Beweise für Drachen gefunden, jetzt eben nicht Dinosaurier, diese tatsächlichen Drachen, sondern mehr oder weniger in der Neuzeit oder eben in der frühen Vergangenheit, vielleicht sogar im Mittelalter. All diese Berichte, wenn man sich damit auseinandersetzt, lassen sich alle rundweg nicht beweisen, nicht belegen. Es sind Legenden, Erzählungen, vielleicht wurde da was zugedichtet, all das wissen wir nicht. Und so ein Fall, den habe ich vorher noch nie gehört. Das ist eine wirklich kuriose Story, und zwar spielt sie eben in China 1934. Da soll ein Drache abgestürzt sein. Da gibt es leider nur sehr schlechte Zeitungsbilder von, die ich im Internet gefunden habe. Da zum Beispiel die Zeitung Shengjing
Times darüber berichtet hat. Ich kannte das vorher nicht, aber am 1. Februar diesen Jahres hat bei Facebook mein Mystery-Kollege Frank S., der hat da so eine Serie, wo er Oldies so aus der Mystery-Szene und UFO-Szene so publiziert, immer sehr interessant, der hatte das da gepostet, da habe ich das erste Mal gesehen und das alles soll sich abgespielt haben in der Hafenstadt Jingku. Das ist so die zweitgrößte Hafenstadt in Nordchina, die liegt so östlich von Peking zur Grenze von Nordkorea, so ziemlich dazwischen, da liegt, ich zeige mir nachher mal so ein paar Aufnahmen von Google Earth, wo sich das eben abgespielt haben soll. Und diese Legende und dieser Zeitungsbericht sagt dann eben, es war 1934 am 28. Juli gegen 17 Uhr, es war ein brüllend heißer Tag. Die ganze Bevölkerung dieser Hafenstadt dort hat gelitten unter der Sonne, unter der Hitze. Und auf einmal gab es eine große Aufregung unter den Bewohnern dieses Ortes, denn man hat in einem Feld einen abgestürzten, einen gefallenen Drachen gefunden. Der lag dort auf dem Feld, quick lebendig war er nicht mehr, sondern, so heißt es weiter, er war eigentlich schwer verletzt, war so 10 Meter lang, hatte seltsame Schuppen, war grau-weiß, diese Schuppen sollten sogar ein bisschen geleuchtet haben oder so ein bisschen fluoresziert haben und offenbar war er eben schwer verletzt und er lag zusammengerollt da am Boden. Schaulustige kamen quasi in Scharen da an und man hat, so heißt es dann eben weiter, sich so an alte Legenden in China so erinnert, oh, ein Drache braucht immer viel Wasser, also haben sie den immer mit Wasser übergossen, weil es ja eben auch brüllend heiß war, haben dann sogar später eine Hütte, heißt es, so ein Unterstand oder so gebaut, eben damit Schatten auf diesem Drachen ist und das ging dann tagelang so, aber irgendwann kam dann ein riesiger, großer Regen, irgendwann war die Hitze vorbei, musste einmal ein Gewitter kommen und danach sei dieser Drache dort verschwunden, quasi er hat sich erholt und ist dann von dannen geflattert oder geflogen oder gelaufen, wie auch immer. Auf jeden Fall heißt es eben in dieser Legende, ich nenne sie einfach mal Legende, weil ihr seht ja die Bilder, die ich hier so zeige, von diesen Zeitungsausschnitten und von diesem Drachenkadaver, komme ich gleich darauf zu sprechen, sind alle sehr schlecht. Aber dann heißt es weiter, einige Tage später sei dieser Drache oder eben ein anderer Drache wieder vom Himmel gekommen, habe einige Häuser beschädigt, habe drei Boote umgeworfen. In einigen Artikeln, die ich online gefunden habe aus China, heißt es sogar, er hätte im Bahnhof einen Zug oder einen Waggon umgeworfen, aber insgesamt habe es 9 Tote gegeben. Dann sei diese Bestie, dieser Drache, wieder von dannen geflogen, heißt es. Und dann gibt es noch einen dritten Drachen oder es ist eben derselbe, das kann man alles gar nicht mehr so genau sagen. Und zwar einige Tage später, am 8. August 1934, hat man einen Drachenkadaver, ein Skelett gefunden und zwar 10 Kilometer von dieser Hafenstadt entfernt. Dieser Kadaver habe im Schilf einer Flussmündung gelegen und sei eigentlich mehr oder weniger nur noch ein Skelett gewesen. Das ist eben das, was ich hier so zeige auf diesen leider extrem schlechten Bildern. Und man hat das gefunden dort und hat sich gedacht, was ist denn das für ein Ding, was ist das für ein Kadaver? Ja, das was mit den angeblichen Drachen vorher zu tun. Also hat man die Skelett hat es eingepackt, mitgenommen und das war quasi vollständig verwest und man war sich ganz sicher, sowas hat man noch nie gesehen und es hatte auch 2 Hörner am Schädel oder im Schädel, die kann man durchaus noch auf diesen Bildern erkennen. Ich zoome da ja auch mal so ein bisschen ran und dann wurden die Behörden informiert, die lokale Polizei von der Polizeistation 6 heißt es übrigens und die haben sich das Ding dann angesehen und mitgenommen und am Zollpier West erstmal dort, da war Platz, ausgestellt. Da sind dann auch wohl diese Fotos entstanden. Und dann später, als das dann bekannt wurde, als dann die Medien darüber berichtet haben, in China damals vor vielen Jahrzehnten, hat man sich das Ding nochmal wieder zusammengepackt und gegen Eintrittsgeld in einer Schule in diesem Ort ausgestellt, in der Jingku Normal School, wie es dort heißt. Ja, dann brachen aber schon sehr unruhige Zeiten an, denn Japan hat am 7. Juli 1937 China überfallen. Das ist der große zweite chinesisch-japanische Krieg. Das war eine Riesenkatastrophe für das Land China. Es gab wirklich, es gab Leid, Elend, Mord, Massenmorde, Suizide, nicht ein Genozid eben von den Japanern an den Chinesen, aber es brach eine große Katastrophe herein, die übrigens bis 1945 dauerte, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und im Zuge dieser Katastrophe, die man wirklich nicht genug betonen kann, wie schlimm das für China war,
ist dieses Skelett, diese Überreste des angeblichen Drachen dann irgendwie spurlos verschwunden. Das kennen wir ja von so vielen Geschichten über rätselhafte Kadaverfunde etc. Aber so sei es auch hier gewesen. Es gibt da so Spekulationen, wie ich online gelesen habe. Vielleicht haben die Japaner sich das mitgenommen, diese Überreste dieses überirdischen, dieses rätselhaften Wesens. Vielleicht habe schon längst DNA-Analysen davon gegeben, um festzustellen, was das für ein Tier ist. Und hätte man festgestellt, das ist eben tatsächlich so ein mysteriöses Wesen, ein unbekanntes Wesen, vielleicht im Bereich der Kryptozoologie. Das wäre dann alles vertuscht worden. Natürlich nur Spekulation, wissen wir nicht. Wir könnten natürlich, wenn wir da Reste hätten, heute eine genetische Analyse durchführen und klar sagen, das war das. Hier haben wir so und so ein Tier, davon sind diese Knochen. Aber diese Geschichte ging dann noch weiter. Die Bevölkerung hat ja diesen Kadaver gesehen und naja, einige behaupten eben auch, sie haben diesen Drachen dort, den lebendigen Drachen dort, mit 10 Meter Größe, liegen sehen. Und dann hat man sich 2004 noch einmal das Thema vorgenommen. Und zwar in einer Dokumentation. Und diese Dokumentation, Into Science hieß die, da hat man noch eine Zeugin ausgegraben. Die war damals 9 Jahre alt, Xiong Xuing hieß die. Die wird auch damals in diesen Berichten immer wieder erwähnt. Sie war da schon über 70 und sie hat auch Stein und Bein geschworen. Tatsächlich, da gab es so ein Wesen, so ein Monster, so ein Drache. Es wurden noch weitere Zeitzeugen interviewt und ein Zeuge, Sung Chengguin, der sammelte über diese ganzen Jahrzehnte immer wieder Knochen und Fossilien und so etwas. Die hat er dann auch zur Verfügung gestellt. Die wurden untersucht, aber das war alles nichts mit Drachenknochen. Die stammten auch nicht von diesem ursprünglichen verschwundenen Skelett, sondern da stellte sich heraus, das sind Fossilienreste von Urpferden, sogenannte Urpferde, die vor 10.000 Jahren dort lebten. Also irgendwie absolut nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. Weiter wurde aber diskutiert, vielleicht war dieser angeschwemmte Kadaver in dieser Flussmündung, der da in dem Schilf gelegen hat und herumgestunken haben soll und vorher soll es auch übrigens seltsame Geräusche von dort gegeben haben. Vielleicht war das der Rest eines Wals. Wir wissen natürlich alle weltweit, immer werden mal wieder Wale angeschwemmt an den Stränden, teilweise Dutzende, Hunderte von Walen. Und vielleicht war das eben so ein Exemplar, so ein Tier, und zwar genauer gesagt ein Bartwal. Da widersprechen aber die Zeugen, nein, den Kadaver, den sie gesehen haben damals, er hätte sogar Füße gehabt, 2 Füße, Hörner eben am Kopf und hätte auch weniger als 30 Gelenke gehabt. Und so ein Bartwal hat eben mehr als 30 Gelenke. Und es wäre auf gar keinen Fall so ein Tier gewesen. Dann gab es ein Jahr später, 2005, noch einmal eine Dokumentation und da kam auch ein Professor zu Wort, ein Professor Han Xiudong. Und er war auch sicher, nein, das ist nicht ein Wal gewesen, denn so ein Bartwal hat 58 Gelenke und an diesem Kadaver, an diesem Skelett waren es 28 oder 29. Er wisse nicht, was das ist. Und eben Zeitzeugen wurden da auch wieder interviewt und die alle beschworen, nein, dieses Wesen war nicht von dieser Welt. Es war etwas Überirdisches, auf gar keinen Fall irgendetwas, dass das Meer da angeschwemmt und angespült hat. Das ist eine völlig verrückte Story. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kadaver jetzt gewesen ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Drache aus der Mythologie war, der da irgendwie im Schilf abgestürzt ist und dann dort verwest ist. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zu diesem Drachen, der angeblich lebend noch auf dem Fell lag und dann für einige Tage mit Wasser übergossen wurde und wo die Hütte gebaut wurde, weil dieser verweste Kadaver, dieses Skelett, wurde am 8. August gefunden, also sagen wir mal 2 Wochen später, so ungefähr 2 Wochen später, und war da schon quasi, wie man es an diesen schlechten Bildern erkennen kann, schon vollständig verwest. Was da angeschwemmt wurde, wer weiß schon, und vielleicht die Hörner, die man erkennen kann, vielleicht fanden das nur irgendwelche Leute damals in China witzig, den Knochen in so die Augenöffnungen am Schädel hineinzustecken, und so sehen sie auf den Bildern aus, als habe dieses Wesen 2 Hörner. Vielleicht war das so eine Spekulation von mir, eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, aber das ist wirklich ein Drachen aus der Mythologie des alten China, wo schon die Urkaiser des alten China vor Jahrtausenden von berichtet haben und die alten Sagen und Legenden. Ob das jetzt so ein Tier war, das kann man natürlich sehr bezweifeln. Aber wir sind ja hier auf diesem Kanal, weil wir uns eben für alle möglichen fantastischen Geschichten und fantastischen Stories interessieren. Beweisbar? Absolut nicht. Faszinierend? Absolut ja, muss ich dazu sagen. Dafür könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Hinterlasst doch auch mal ein Feedback hier und ein Abo und schaut auch mal ein paar andere Videos. Dann sage ich mal tschüss, ihr Lieben, Lasiana. Bis zur nächsten Folge auf den Spuren unbekannter Mysterien oder rätselhafter Kreaturen aus einer fremden Welt.
Tschüss, ciao, euer Lars.